dunkle Grüße und den Zwölfen zum Gruße hier im schwarzen Auge, die Schicksalsklinge. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten hier drin irgendwie mal die Zwingfeste unsicher machen, nicht wahr? So, Zaubersprechen. Ich habe noch ein bisschen mir mein Geld hier ran gewirtschaftet. Und jetzt können wir uns aber hier endlich mal auf Erkundungstour begeben und das Spiel tatsächlich auch mal spielen. Nach 1000 Folgen. So. Zack. Da oben müssen wir noch rein. Da waren wir noch nicht. Ist ja auf die Tür. Ist vielleicht gar keine richtige Tür dann. Eine güldene Truhe. In dieser Nische steht ein Kleiner, dem Fexgeweihter schreien, der mit Opfergaben gut und gerne 20 Dukaten gefüllt ist. Boah. Wir wollen nicht plündern. Sollte man generell auch vermeiden, in dem Spiel sowas zu tun, dass ruft nur die Ungunst der Götter auf den Plan, die brauchen wir garantiert nicht. Was haben wir hier schön? Ness. Ein Kampf! Ein Kampf. Komm mit. Zack. Oh, ich kann sogar. Mir kann ich nicht. Ah, ich habe mit BP nicht geachtet gerade. Ist egal. Ich habe ja weniger als beim letzten Mal, als ich gekämpft habe. Das hatte ich jetzt gar nicht so richtig im Blick. Macht nix. Damit kommen wir schon klar. Hauptsache, die kommen nicht an mir vorbei, die Schweine. Du kannst hier schon abfahren, würde ich sagen. Sehr gut. Direkt da vorstellen. Und du kommst da auch noch ran? Nee. Egal, ich gehe schon mal den Weg da lang, so grob. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sie hier einem nicht weglaufen. Wir kennen das ja vom letzten Kampf. Deswegen halbwegs umzingeln. Auch wenn das hier nicht ganz vollständig funktioniert. Aber so gut es eben geht, ne? Attacke! Was ist nervig, bis dieses Mal dieses aggressiv vor sich normal kommt. Da würde ich gerne Vorstellung haben, die das generell regelt irgendwie. Warte, ich bin noch nicht angekommen. Dorthin? Eins. Ach so, es war Taya. Gar nicht Samira. Ja, ganz normal kommen. Samira. Moment, hast du den Bogen in der Hand? Waffe wechseln? Ja. Ich hätte gleich machen sollen. Jetzt habe ich keine. Oh, kann man noch angreifen. Okay. Hat nur ein BP gefressen. Okay, ist ein. Nein! Ich wollte normal klicken. Gut, wenn ihr zurechtkommt. Gar nicht, nämlich. Na? Zack. Ganz normal. Fehler! Jawoll! Ja, bekämpft die Arme von mir. Völlig verdient, völlig zurecht. Ich bewege ihn einfach hier vorne hin, dass er zumindest ein bisschen den Gegner im Weg steht, wenn die dann langlaufen wollen. Und Konter von mir? Nein, leider nicht. Da wird die ein bisschen weiter laufen müssen. Apon soll ja hier keiner. Ganz normal. Ich weiß doch gar nicht, was aggressiv tatsächlich groß ist. Ob dabei auch die Waffen eher kaputt gehen, weiß ich nicht genau. Ach komm, was soll's. Ich könnte natürlich jetzt die Typen komplett umzingeln mit beim Zauberer, aber da habe ich ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen, weil es halt ein fragiler Zauberer ist. Aber ich könnte natürlich dicht machen. An die Ecke da rechts neben diesem Typen. 6 Schadenspunkte, jawohl. Halt meist gleich doch noch mal sicherheitshalber. Können ja auch so viele Leben gar nicht mehr haben, wenn sie eins nochmal getroffen wurden. Beim letzten Mal sind auch ziemlich früh abgehauen dann. Aggressiv hier, ich bin doch ein Krieger. Hat's gebracht. Gar nicht, nämlich. Ja, was soll's, komm. Wenn ich mich hier hinstelle, muss der Gegner auch nochmal ein Stück weiterlaufen. Mach's mal so. Ich mach es mal so und aggressiv. Weil es aggressiv sowieso automatisch ausgespielt wird, ich klicke also. Upa, dann nehme ich nicht selber. Manu. Mir ist auch eingefallen, es gab einige Optionsmenüs, so ein richtiges Optionsmenü im Spiel. Aber ich kann es hier in der Steam-Version offenbar irgendwie gar nicht aufrufen. Zumindest käme ich normalerweise rein. Ich habe ja noch informiert darüber. Oh, es könnte nach hinten muss gehen. Nein, Glück gehabt. Ich müsste eigentlich, wenn ich im quasi Oberflächen-Oberweltmenü bin, oder Menü ist gut, auf der Oberflächenwelt generell bin, im Hub, kann ich oben rechts aufs schwarze Auge drücken.
Oder alternativ F3 oder ich glaube auch Steuerung S, das waren die Optionen gewesen. Und damit käme ich in dieses normale Optionsmenü rein, wo ich auch Lautstärke tatsächlich regeln kann. Und auch ein bisschen die Kampfgeschwindigkeit, die Animation, glaube ich, auch ein bisschen ändern konnte. Kann sein, dass es tatsächlich erst in Teil 2 so möglich war. Aber ich glaube, es ging auch schon in Teil 1. Um hier noch ein bisschen Komfort reinzubringen. Ist aber, wie gesagt, hier irgendwie, warum auch immer, nicht möglich. Und zumindest habe ich noch keine Option gefunden, das aufzurufen. Vielleicht immer wieder, weil es die Steam-Version ist und über DOSBox läuft, dass es ein bisschen anders geregelt wurde. Ich weiß es nicht genau. Aber da werde ich mich auch nochmal schlau machen in Zukunft. Um das vielleicht ein bisschen komfortabler hier für mich zu gestalten im Kampf. Nochmal 3 Leben Schaden gemacht, so muss es sein. Immer aggressiv hier, da muss ich mich nicht nochmal extra klicken. Ich könnte mich trauen ranzugehen, aber ich tue es nicht. Noch nicht. Es wird schon werden hier. Komm, in den Rücken und dann Tod und XP hier. AP. Komm, gib ihm. Mist. Normalerweise mal in den Rücken angreifen und so weiter. Ist es wahrscheinlicher, dass er sich nicht umdreht, keine Zeit zum Reagieren hat. Entsprechend man eher Schaden macht. Aber wie man sieht, es passiert dennoch, dass er sich umdrehen. Aber die Chance ist eben theoretisch geringer, wenn man das halt nicht von der Front macht, dass man ihn eher unvorbereitet erwischt. Ist ja auch irgendwie logisch. Weshalb ich natürlich ganz gerne dann von hier aus angreife. Auch lieber, als wenn ich jetzt meinen Krieger nach oben umdrehe und den anzugreifen, dann muss er mich mir selbst drehen, dann hat der Gegner auf jeden Fall auch mehr Zeit, sich selbst zu drehen. Auch das will man nicht unbedingt haben. So, komm, was soll's. Ich mache jetzt dicht. Wie gesagt, 4 Leben werden sie jetzt auch nicht mehr haben. Ah, Mann, Mann, Mann. Wenn wir meinen Magier angreifen, die werden sowieso nicht gleich automatisch alles treffen und tot machen. Das ist ja auch Quatsch. Lebt immer noch, meine Güte. Geh mal drauf jetzt hier. Aggressiv! Hat sich gelohnt. Aggressiv. Und weder Pfeile noch Magie jetzt vergeuden. Ach, guck mal, ich glaube, er wollte schon fliegen gerade. Der hat mich dran gewesen, aber hat nichts gemacht, oder? Jedenfalls will ich weder Pfeile noch Magie jetzt unnötig verschwenden. Deswegen bleibe ich halt bei dem physischen Angriff vorerst. Solange es nicht zwingend erforderlich ist, irgendwas anderes zu machen. Und eben die Pfeile natürlich. Habe ich auch nur begrenzten Vorrat. Muss auch nicht sein, wenn ich mit Schwertern angreifen kann. Alternativ. Ganz klar. Und der ist weg. Ja. Yeah. Zu Staub zerfallen. Tja. Jetzt würde ich sagen, mache ich einmal Platz. Für einen, der was kann. Er kann das schon. Er muss dann irgendwie sich... Jawohl. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Ein Bier. Schön. Kann ich natürlich jetzt alles theoretisch mitnehmen und verkaufen. Auch man's? Ich glaube nicht. Ui, 36 Punkte, juhu. Zumal ich ja auch eigentlich noch genug Geld habe, ne? Ah, Bewegungspunkte habe ich noch 3 Stück. Schön. Wird Zeit, ein Level abzuerhalten hier. Das sage ich euch aber. Ah, weil alle so wenig... Pass auf, dann gebe ich diesen einen... Ich meine, das ist bestimmt schwerer. An meinen Magier. Ah, der kann da was tragen, siehst du. Easy. Oh. Wie gesagt, ein Level-Up wäre sehr schön jetzt demnächst, um meine Körperkraft zu erhöhen. Wie geht nicht weiter? Da ist eine Truhe. War das der Kampf gewesen, die Truhe? Ist ja auch schön. So, markiert oben die Stelle farblich. Ich weiß, wenn ich hier draufklicke, hier müsste es eigentlich funktionieren, aber hier habe ich Credits, die man sehen kann. Ich weiß nicht, wieso. Aber eigentlich müsste es hier tatsächlich gehen. Naja. Ist halt nicht. Ganz merkwürdig. Kann auch sein, dass das Ganze als Diskettenversion angesehen wird. Ach, guck mal. Da habe ich ja ein Symbol. Als Diskettenversion angesehen wird. Und das ist wohl noch ein bisschen anderes als die CD-Version damals. Aber naja, keine Ahnung. Schnaps, Zaubertrank stark. Mal einmal Zaubertränke mitnehmen. Klingt doch gut. Jede Zaubertränke. Und überladen. Hätte ich mir vorher nicht gekauft, wa? Hätte man das geahnt. Hätte man das geahnt. Ja, guck mal, ach so, da habe ich in Klammern stark stehen. Schön. Muss ich ja wissen, dass es hier von stark ist und was nicht, ne? Starker Zaubertrank. Oh, noch 5 Punkte. Aber es reicht im Zweifel
für das eine oder andere noch zum Bewegen aus. Moment, 12. Die haben beide 12. Aber die Grenze beim Magier hier, bevor die BP runtergehen, ist offenbar tatsächlich niedriger, trotz der höheren gleich guten Körperkraft. Das überrascht mich auch ein bisschen. Oder? Ach, keine Ahnung. Nee, warte, ich bin noch nicht auf 3 gewesen. Vergiss es. So. So weit, so gut. Ein Raum vollständig geklärt. Ich bin hammergut. Hammer, mäßig gut. Nein. Nein. Zack. Bin ich jetzt auch richtig auf dem Weg? Oh. Nicht wirklich. Zack, zack. Ich hab mich. Also ich weiß, war das ein Gedanke, als ich tatsächlich war, meinte ich damit. Ich bin schon nicht verlaufen oder so. So, und nach links. Ja, meine Güte. Tür öffnen, bitte. Ja, Schloss machen wir in Ordnung, ne? Lass mal. Stimmt, da war ja was gewesen. Man musste auch die Reihenfolge ein bisschen ändern. Damit. Ah. Weil immer der fällt vorne irgendwie dafür auch verantwortlich ist. Schloss knacken. So. Sauber. Das Ding ist auch, ich könnte auch Vorahmen sprechen, aber zum einen brauche ich dabei ein bisschen Magie. Und zum anderen habe ich ganz vergessen, die Helden, die quasi Schlossknacken machen, bekommt für Schlossknacken auch immer, glaube ich, ein ganz wenig Punkte, ganz wenig Abenteuerpunkte, also XP. Und entsprechend sind die ein bisschen weiter als die anderen Gruppenmitglieder. Ups. Alarm ausgelöst. Nix gut. Und das kann man ruhig mal machen. Zwei Gegner, sehr gut. Sich ein bisschen sozusagen. Was habe ich jetzt? Die extra XP halt gönnen. Schaden kann es jedenfalls nicht. Macht doch nichts aus, wenn er irgendwie ungleich stark ist, dann. Sagen, du kommst da oben hin. Na? Na, gehört dazu. Ja, Fall das ins Hilfe holen. So. Macht mal immer mit, was soll's denn? Ich vergesse, wie gesagt, das Shirt schadet schon nicht. Mama, er kommt von alleine her. Nett von ihm. Kommt mal daran. So. Nein, nicht weitere Optionen. Werteprüfen wollte ich auch nicht. So. Dann mache ich hier dicht. Da muss er ziemlich weit rumlaufen, um rauszukommen. Und da oben bloß 2 dran sein werden, wird es ein bisschen länger dauern. Und da kann man auch später noch ran, würde ich sagen. Nein. Nein. Ah, nicht auf meinen Kumpel. Ah. Man kommt auch nicht mehr zurück danach, wenn man sich verklickt hat. Das ist ja nett. Weißt du was? Um sicher zu gehen, dass du nicht getroffen wirst, geh mal in die Ecke da. So, ist brav. So. Gehe ich nach da, muss er nach oben ausweichen. Vielleicht ein bisschen sinnvoller. Aber ich gehe erstmal hier ran. Und ich würde mal sagen, ich taste mich an den Weg daran, damit ich die Bewegungspunkte nicht komplett vergeude, quasi, nur um dahin zu kommen. So, nehmen wir noch ein Ziel für ihn. Oh, 6 Punkte gleich, sehr schön. Saubere Sache. Zack. Oha, jetzt geht's aber ab hier. Ich habe übrigens mal generell geguckt, also ich habe ja bisher sozusagen lose nach Lösung gespielt, aber so eine richtige krasse Lösung habe ich bisher noch gar nicht gefunden, tatsächlich. Nur halt ungefähr Orientierungspunkte, was er abgrasen muss im Spiel. Und der fliegt gar nicht, obwohl er schon so wenig Leben hat. Gut für mich. Auf jeden Fall, das Zeughaus habe ich noch gar nicht besucht, wo ich mich quasi kostenlos, nachdem ich den Auftrag bekommen habe von Hedwig, ein bisschen ausrüsten kann. Das heißt, hätte theoretisch gar nicht mich hier tot kaufen müssen. Ich hätte auch tatsächlich, hatte ich auch gar nicht im Kopf beim Spielstart. Wir haben Zeughaus kostenlos besser benehmen können, also naja, was soll's. Egal. Wir haben jetzt eh genug Geld. Ich habe mich auch ein bisschen hochgecheatet natürlich. Hatte ich ja angekündigt. Lebt er immer noch, oder was? Komm, ich mach euch zu. Sicher. Der hat nicht mehr viel Leben. Zack. Kann ich irgendwie sichern? Sowas, ne? So. Jedenfalls ja, blablub. Um zu sagen, was ich sagen wollte. Ich habe das nicht so schlau gemacht letztendlich, nehme ich an, wie ich hätte machen können. Aber da ich jetzt eh Geld geschummelt habe, ist es auch eigentlich total banal und egal, wie ich an die Auslösung komme. Ich habe sie jetzt und das ist in Ordnung und fertig aus. Zack.
Das ist schon in Ordnung so. Zack. Ganz normal. Hält der immer noch. Meine Güte. So. Das war's aber jetzt.